des Cannabis und die Erlaubnis hat jetzt schon katastrophale Auswirkungen. Und also in Bayern will ich das so klein wie möglich halten und am liebsten nach der Bundestagswahl. Das Cannabisgesetz ist nur der erste Schritt, polierte Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen. Erst in Modellregionen und dann flächendeckend. Puh, okay, da weiß man ja gar nicht mehr, was abgeht. Darauf erstmal ein mit Hybrid. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und damit wie immer willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo es sich nämlich rund um die Legalisierung und die Gesetzeslage rund um Cannabis in Deutschland dreht, wo wir uns natürlich alles rund um das Thema und Neuigkeiten ansehen, die heute mal wieder präsentiert werden von Hybrid Filter und auch Pheno Hunter. Wo es nämlich im heutigen Video auch zwei Meldungen gibt, die nicht größer im Kontrast stehen könnten. Und zwar einmal darüber, dass die Union die Legalisierung nächstes Jahr wieder rückgängig machen würde, wenn sie gewählt wird. Wozu es dann neue Aussagen seitens Markus Söder gibt, die das ganze Vorhaben nämlich nochmal bestätigen und ganz klar die Marschrichtung aufzeigen. Wobei die zweite Nachricht bzw. das zweite Thema genau das Gegenteilige darstellt. Und zwar Aussagen der aktuellen Regierung, dass sie nach der Cannabis-Legalisierung Säule 1 nun auch die Säule 2 mit Modellprojekten durchziehen wollen und das Ganze dann nach der Modellphase landesweit ausbreiten, wozu es dann neue Aussagen seitens Kirsten Kappert-Gonter der Grünen gibt, die wir uns natürlich mit den Aussagen von Markus Söder im Verlauf des Videos einmal gemeinsam anschauen werden und dann mal schauen, wie realistisch das Ganze überhaupt ist. Also wir unsere neu gewonnene Freiheit mit der Legalisierung wieder ablegen müssen oder eben sogar noch Teile hinzukommen, aber dazu dann später mehr. Doch erst einmal gibt es nun einen entspannten mit Hybrid, die nämlich mit ihrer Filtertechnologie dafür sorgen, dass ihr die 2-in-1-Filterung habt, die im Übrigen auch in verschiedensten Variationen kommen, wie zum Beispiel den Kombipack, wo man nämlich selber entscheiden kann, ja, wie groß man nun bauen möchte. Also falls ihr Interesse habt und noch ein paar Filter benötigt, dann checkt doch auch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, wo ihr nämlich nochmal mit dem Code FANTASTIC20 satte 20% Rabatt bekommt. Wo ihr dann im Übrigen auch noch die Möglichkeit habt, einer dieser goldenen Grinder-Karten zu gewinnen. Was bedeutet, dass ihr ein Leben lang Goodies von Hybrid bekommt. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, ohne die sowas hier gar nicht möglich wäre. Und nun weiter mit dem Thema. Doch nun würde ich sagen, starten wir auch direkt ins erste Thema rein. Und zwar die erneuten Aussagen von Markus Söder, die Cannabis-Legalisierung nach der nächsten Wahl wieder rückgängig machen zu wollen. Wo er natürlich auch kein gutes Haar am aktuellen Stand gelassen hat. Aber gehen wir mal rein in die Aussagen. Herr Söder, Sie sind ja gegen Drogen. Warum findet in ein paar Wochen das größte Drogenfest, das Oktoberfest in München statt? Jetzt hätte ich fast gesagt gähn. Weil das ist immer die gleiche Frage. Natürlich, das ist ja völlig zulässig, aber ich antworte gähn. Also zunächst einmal ist es so, dass es einen großen Unterschied gibt. Das eine wird jetzt neu eingeführt, das andere ist tatsächlich eine andere gesellschaftliche Situation. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Das Cannabis und die Erlaubnis hat jetzt schon katastrophale Auswirkungen, zum Beispiel auf das Thema Kriminalität. Jetzt habe ich gelesen, bis zu welchen Grenzwerten man Cannabis Auto fahren soll. Das war nicht Gaga. Es soll erlaubt sein, dass man bekifft ein Auto fährt für den Verkehr. Also ich finde, das ist eine so abstruse und obskure Situation. Wir in Bayern sind sehr streng bei der Erlaubnis. Bislang, glaube ich, ist noch keine Erlaubnis erteilt worden. Wir haben auch viele Bereiche ausgeschlossen. Übrigens mit den Gastronomen, mit den Volksfest, mit den Städten. Und also in Bayern will ich das so klein wie möglich halten und am liebsten nach der Bundestagswahl. Tja, also was so katastrophal ist, da stellt sich natürlich jetzt nun die Frage. Auf jeden Fall, die Aussagen von Markus Söder sind es auch, die nämlich wieder mal bestätigen, dass die Union in Sachen Cannabis-Legalisierung wieder den Rückweg machen möchten. Also wieder zurück zur Bestrafung und zur Restriktion möchten. Und das Ganze eben nach der nächsten Wahl, was eben schon in einem Jahr soweit ist. Also die Legalisierung und neu gewonnene Freiheit schon schnell wieder rückgängig gemacht werden könnte. Und das eben mit Argumenten, wie zum Beispiel diesen von Markus Söder, der von Autofahren unter den Konsum redet, aber nicht darauf hinweist, dass man bei 3,5 Nanogramm absolut gar keine Wirkung verspürt und somit eben gar keine Gefährdung für den Straßenverkehr ist. Wobei ich mir ehrlich gesagt wieder nur an den Kopf fassen kann, natürlich auch wie die Aussagen, dass alles natürlich so katastrophal läuft, wobei es vorher eben absolut gar keine Regulierung gab und nun endlich der wichtige und richtige Konsumenten- und auch Jugendschutz eingeführt worden ist. Doch wie realistisch das überhaupt ist, die Cannabis-Legalisierung wieder rückgängig zu machen, darüber gibt es dann auch schon Aussagen seitens Karl Lauterbach, der in der Vergangenheit zu dem Thema schon Stellung bezogen hat. Und wir natürlich nochmal, um aufzufrischen, nochmal reinschauen und danach eben die
Aussagen von Kirsten Kappert-Gonter, die in die ganz andere Richtung gehen. Doch nun erstmal, wie realistisch es ist, die Cannabis-Legalisierung wieder rückgängig zu machen. Merz hat ja schon gesagt, dass er das Gesetz wieder abschaffen möchte, falls er in die Regierung kommt. Dass die CDU wieder gewählt wird, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Also sehen Sie überhaupt eine Zukunft für das Gesetz? Und dann zum Zweiten, also Friedrich Merz kündigt also so manche Rücknahme eines also Gesetzes an. Da ist mein Rat, man soll das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist. Noch ist Friedrich Merz nicht im Amt, obwohl er sich manchmal schon so benimmt. Und dann zum Zweiten ist es auch so, solche Gesetze zurückzunehmen, ist keine Kleinigkeit. Das ist sehr schwierig. Dafür bräuchte Friedrich Merz zum Beispiel auch einen Koalitionspartner, der das mitmacht. Den sehe ich also im Moment nicht. Welcher Koalitionspartner käme da in Frage? Wenn er nicht mit der AfD koalieren will, wären alle anderen möglichen Koalitionspartner also da nicht wirklich für die Rücknahme gewinnbar, und er müsste es auch durch die Länder bringen. Und da also ist es auch meine also Vorhersage, die Länder werden mit dem Gesetz gut leben können. Von daher sehe ich diese Gefahr nicht. Das Gesetz wird stabil sein. Das ist eine Liberalisierung bei gleichzeitiger Verbesserung der Aufklärung und bei besserem Kinder- und Jugendschutz. Und das wird Friedrich Merz nicht rumdrehen können, falls er jemals Kanzler würde, wovon ich überhaupt nicht ausgehe. Alles klar, soweit jedenfalls so gut. Also um die Cannabis-Legalisierung nach der nächsten Wahl wieder rückgängig machen zu können, da muss schon rechte Unterstützung her und eine Regierung gebildet werden ohne Legalisierungsbefürworter, was aktuell eher unrealistisch scheint. Und dann kommt auch noch der zweite Punkt, die Modellprojekte hinzu, die nämlich eine Laufzeit von 5 Jahren haben sollen und nicht in dieser Zeit abgebrochen werden können. Also zumindest 5 Jahre die Cannabis-Legalisierung meines Wissens, selbst wenn sie angegangen wird, immer noch bestehen bleibt. Was nun auch perfekt das zweite Thema für dieses Video einläutet, und zwar das Vorhaben, die Legalisierung noch zu erweitern, und zwar mit der Säule 2, die ja nun nach der Säule 1 auch in Kraft treten soll. Und zwar in Form eines Modellprojektes, wo nämlich legale Abgabestellen geschaffen werden sollen, die bis Ende der Legislatur angegangen werden sollen. Und es nun eben neue Aussagen seitens Kirsten Kappert-Gonter der Grünen gibt, die quasi stellvertretend für die Regierung spricht und uns somit gesehen die neuesten Informationen dazu gibt. Also direkt mal rein in die Aussagen. Diese Bundesregierung hat geschafft, was vorher noch niemandem gelungen ist. Wir haben das Hanf freigegeben. Wer mit Inkrafttreten des Gesetzes angefangen hat, Cannabis anzubauen, konnte inzwischen schon ernten. Und auch die Anbauvereinigungen, die nehmen Fahrt auf. Und das Cannabis-Gesetz ist nur der erste Schritt, um insbesondere für Gelegenheitskonsumierende legale Alternativen zu schaffen, wollen wir die kontrollierte Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen. Erst in Modellregionen und dann flächendeckend. Das ist eine vernünftige Drogenpolitik. Und das waren die Aussagen von Kirsten Kappert-Gonter zum Thema der Modellprojekte und der fortschreitenden Legalisierung, die sie nach ihren Worten flächendeckend ausbreiten möchte mit den Modellprojekten und den lizenzierten Abgabestellen, die sich ja nun auch schon auf die Stellen bewerben. Also wir in der Zukunft darauf hoffen können, wie es beim Thema Säule 2 weitergeht. Aber was ihr zum Thema denkt und auch den Aussagen und Vorhaben der Union, das schreibt mir doch gerne mal hier unten in Kommentarform. Also ich bin mal gespannt, eure Meinung dazu zu lesen. Also schreibt gerne rein, für wie realistisch ihr beide Themen haltet. Also dass die Union die Legalisierung wieder zurückdreht oder dass die aktuelle Regierung noch die Säule 2 hinbekommt. Aber darüber werde ich euch in der Zukunft noch auf den Laufenden halten, wo ich euch natürlich in Videoform wieder über die ganzen Themen zusammengefasst berichten werde. Also falls ihr beim Thema nichts verpassen möchtet, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Ansonsten aber wünsche ich euch nur noch einen schönen Tag und hoffe, ihr genießt die Legalisierung in vollen Zügen. Und dass wir uns natürlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video auf dem Kanal wiedersehen. Also bis dann. Und noch eine schöne Woche. Ich chill hart auf der Couch, du machst dir dein Bier auf.